Stille Nacht, meine Damen und Herren und Queers. Sehen Sie nun den zweiten Teil unseres Krippenspiels Maria, eine Mutter packt aus. Und für diejenigen, die jetzt erst zugeschaltet haben, hier eine kurze Zusammenfassung des bisher Geschehenen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seiner Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge gefunden. Ups. Oh, Gucci, 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 Gucci. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mia Dominum. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mia. Magnificat anima mia Domino, magnificat, magnificat, magnificat anima mia. Hörst du mal mit der Singerei auf? Das nervt! Du bist ganz still. Ja, wegen dir musste ich in diesem schäbigen Stall hier niederkommen, weil du, und zwar nur du, es verpasst hat, irgendwo im Netz bei Booking.com oder sonst wo ein Hotel zu reservieren. Dabei weiß doch jeder Idiot, dass an Heiligabend in Bethlehem alles ausgebucht ist mit diesen Weihnachtstouristen. Hättest du dich nicht schwängern lassen, wäre alles viel einfacher. Hat's denn nicht einen Spaß gemacht? Ich war ja nicht dabei. Jetzt hört sich doch alles auf Spaß gemacht. Wie soll denn das Spaß machen? Das war unbefleckt. Das hat doch keinen Spaß gemacht. Oh, das müssen die Hirten sein. Ho, ho, ho. Von draußen vom Walde komm ich her. Was machst du denn jetzt schon da? Du bist zu früh. Du wirst doch erst im 19. Jahrhundert erfunden. Du verwechselst da was, mein Kind. Du meinst den Weihnachtsmann. Ich soll schön grüßen von den Hirten. Die müssen leider auf ihre Herde aufpassen. Aber ich glaube, ich bleib noch ein bisschen. Ich habe gerade mit dem Rentierschlitten den letzten Parkplatz vorm Haus erwischt. Na gut, nimm Platz. Oh. Sag
wo ist der Weihnachtsstern? Ist er nahe oder fern? Kannst du ihn schon leuchten sehen? Oder musst du weitergehen zum Weihnachtsstern? Viele Sterne leuchten weit, viele schon sehr lange Zeit. Ist der Weihnachtsstern dabei? Kommt er wieder bald vorbei, der Weihnachtsstern? Hat dieser Stern gebracht in der ersten heiligen Nacht? Vielen einen Hoffnungsschein leuchtet in das Herz hinein, der Weihnachtsstern. Ist er nur zur Weihnacht da? Ist er ferne oder nah? Wenn ich ihn nicht sehen kann, kommt sein Licht doch bei mir an vom Weihnachtsstern. Wir sind die heiligen drei Könige. Ihr seid zu zweit. Der Dritte sucht gerade noch einen Parkplatz fürs Kamel. Den letzten Parkplatz hat uns gerade ein Rentierschlitten weggeschnappt. Er holt ein Kamel durchs Nasenöhr, als dass es hier einen Parkplatz findet. Dafür haben wir echt wertvolle Geschenke dabei. Gold, Weihrauch und knallrotes Gummiboot. Wie jetzt? Also ich habe doch da ein neugeborenes Kind. Was, wenn Männer einmal praktisch denken würden, dann hättet ihr Windeln, Kinderwagen, Babynahrung mitgebracht. Was soll ich denn mit Gold und Weihrauch und überhaupt? Was soll ich denn knallrotes Gummiboot? Das steht im Matthäus-Evangelium nämlich ganz, ganz anders drin. Da heißt es Gold, Weihrauch und Myrrhe. Na, da hast du doch deine Myrrhe. Ja, ich hab gehört, das Kind ist alles von ihm. Natürlich nicht. Josef ist schwul. Moment. Ich hab das alles hier in meinem goldenen Buch stehen. Den Wunschzettel, als ein kleiner Junge war. Liebe Weihnachtsfrau, ich wünsche mir eine Barbie mit ganz viel Zubehör. Da habt ihr's. Ja, das stimmt ja auch, aber irgendwie hat sich's nie ergeben, dass ich das sagen konnte. Ach Mensch, also da wird mir ja einiges klar. Das erklärt ja wirklich so manches. Also wirklich, ich glaube, Josef, du wirst lieber mit dem jungen Mann glücklich als mit mir. Vielleicht findest du ja hier im Publikum einen. Also da haben wir uns doch wie ein altes Ehepaar gestritten, obwohl wir doch eigentlich dann gar nicht so richtig zusammenpassen. Und ich würde eigentlich sagen, da ist jetzt ein Kind geboren, ja, ein Menschenkind. Für alle Menschen ist das geboren worden. Und das wäre doch ein Grund zur großer Freude und dass wir uns nicht fürchten. Und feiern wir doch lieber die Geburt von dem kleinen Jesus. Und ja, also daher doch eher ein Grund zum Freuen. Aber irgendwie ist es auch mein Kind. Unseres auch. Unseres auch. Oh. Und das ist aber jetzt ganz lieb von euch, weil ich dachte mir so, naja, also der Heilige Geist, der steht nicht nachts um zwei auf und wechselt verschissene Windeln. Und der Heilige Geist, der geht auch nicht mit dem kleinen Jesus auf den Fußballplatz, wenn der mal größer ist und spielt mit dem Fußball oder bastelt mit ihm irgendwas. Da ist doch gut, wenn der Kleine mehrere Väter hat, die sich um sich kümmern.
heute kann mich nichts belasten, wenn die Kleinen freudig spielen, auf Geschenke wartend auf die Uhr schauen. Kann es jemals schöner sein als am Weihnachtstag? Nachher unterm Baum wird sich ein Traum. So viel Freude am Weihnachtstag, danke, dass du mich liebst wie vor Jahr und Tag, das ist so.